Reisen war immer und ist heute umso mehr Bestandteil des täglichen Lebens. Aus eigenem Entschluss oder aus Sachzwängen heraus streben Menschen ihren Zielen entgegen. Bahnhöfe verdichten diese Bewegungen. Selten werden Wechselbeziehungen einer Stadt zu ihrem Umland so augenscheinlich wie auf Bahnhöfen. Seit der Eröffnung der Bahnlinie nach Süd und Ost stand der Wiener Südbahnhof fortwährend im gesellschaftlichen und politischen Rampenlicht. Der interessierte Betrachter des Eisenbahngeschehens findet auf diesem Bahnhof auch heute eine Vielfalt an nationalen und internationalen Eisenbahnverbindungen. Schon früh am Morgen klingen Namen wie Leha, Chopin und Antonin Dvorak im Ohr. Mitten dabei im pulsierenden Leben des Eisenbahnalltags sind natürlich auch Lokomotiven. Am Wiener Südbahnhof zieht eine Lokreihe immer wieder Blicke auf sich. Schon bei ihrer Entstehung standen internationale Wechselbeziehungen im Vordergrund. Das markante Erscheinungsbild hat diese Lok der österreichischen Bundesbahnen weit über die Grenzen bekannt gemacht. Anlass genug, sich näher mit dieser Lokomotive zu befassen. Stellvertretend für alle am Entstehen Beteiligten werden vier Praktiker ihren Beitrag erläutern. Diese Loks in unterschiedlichen Spurweiten aufs richtige Gleis zu bringen. Diplom-Ingenieur Wolfgang Walusek gestaltete als Designer Form und Farbgebung der Lok. Schulungstriebfahrzeugführer Heinz Just hat ihr mit seinen Kollegen das Laufen gelernt. Triebfahrzeugführer Peter Perndl fährt sie in Plan- und Spezialeinsätzen. Und Verkaufsleiter Hans Berger hat zwar die Lok verkleinert, ihr legt aber auf Details und Perfektion umso größeren Wert. Effiziente Schnellverkehre ohne Lokwechsel an der Grenze sollten zwischen Wien und Budapest eingerichtet werden. Der Anlass dafür war die Vergabe der Expo 95 an die Städte Wien und Budapest. Aufgrund der Vorgaben von politischer Seite und des Fehlens geeigneter Triebfahrzeuge für eine rasche Städteverbindung ohne Lokwechsel an der ungarisch-österreichischen Grenze kam es zur Bestellung. Die Weltausstellung jedoch kam nicht zur Ausführung. Die Einwohner Wiens entschieden sich mehrheitlich gegen das Projekt. Der bereits ergangene Auftrag zum Bau der Loks unter der ursprünglichen Projektbezeichnung 1246 umfasste 18 Zweisystem-Leichtlokomotiven mit Drehstrom-Asynchronmotoren. Gebaut wurden sie in Folge als Gemeinschaftsproduktion der österreichischen Industrie von ABB Verkehrstechnik und SGP Verkehrstechnik. Drehstromantriebstechnik war bereits von der Firma Elin bei einem Drehgestell der Lok 104625 und zwei Umbaulokomotiven der Probereihe 1146 in der Fahrpraxis auch im grenzüberschreitenden Verkehr erprobt worden. Im Ausland entwickelte zwei Systemlokomotiven hatten beträchtliche Störungen bei Sicherungs- und Telefonanlagen der Bahn sowie bei Anlagen anderer Stromverbraucher verursacht. Hinsichtlich des Designs sollte der bereits bei der ebenfalls politisch forcierten und heute als Brennerlok bekannten Lokreihe 1822 eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Die 1822 war als Gemeinschaftsproduktion der österreichischen Industrie von ABB Verkehrstechnik und SGP Verkehrstechnik gebaut worden.
Aufgrund der gesetzten Prioritäten für Design war Anfang der 90er Jahre im Bereich der Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit eine Designgruppe eingerichtet worden. In deren Rahmen war Architekt Walusik hauptsächlich mit der Planung technischer Gebäude und der Gestaltung von Fahrzeugen beschäftigt. Walusik wurde beauftragt, ein neues Designkonzept zu entwickeln. Es sollte außer für die 1822 auch für die nachfolgend geplanten Triebfahrzeugreihen 1014 und 1012 sowie für weitere Fahrzeuge Anwendung finden. Am Anfang haben wir von der Firma ein Industriezeichen bekommen. Dann wurde bei der ersten Lokomotive dieser Entwicklungsreihe der 1822 ein Blechkastenmodell in Innsbruck erstellt, das eher einer Schweizer Nebenbahnlokomotive nachempfunden war. Und erst durch den gemeinsam getragenen Wunsch der ÖBB und der Industrie, dieses Modell ästhetischer zu gestalten, kam der Auftrag an mich zustande. Es entstanden dann mehrere Industrieentwürfe bis zu einem Designentwurf. Und man kann sagen, es war nicht so, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Es gibt einen Entwurf, der von einem Designer auf CAD videomäßig dargestellt wird, sondern es war eine Erarbeitung des Designs. Design wurde seitens der Unternehmensleitung der ÖBB in den späten 80er und am Beginn der 90er Jahre großer Stellenwert beigemessen. Es war unumgänglicher Faktor bei Architektur oder Formgebung der Fahrzeuge sowie der Erstellung von neuen Produkten. Grundsätzlich ist Design oder auch Architektur oder Industriearchitektur dieselbe Aufgabenstellung, und zwar Formgestaltung einer Funktion. Man muss zuerst einmal die Maschine an sich begreifen und nicht eine Behübschung, nur ein Verpackungsmaterial gestalten, sondern es ist ganz wesentlich, dass man sich über die Funktionen zusammensetzt und auch wenn man sagt, es gibt nur einen Maschinenraum in der Lokomotive und einen Führerstand. Walusik begibt sich zur Umsetzung des Auftrags ins Ausland. Gespräche mit James Carsons in London und Roger Dolin in Paris stehen am Beginn. Es folgen Kontakte mit Professor Lindinger in Hannover und Designer Giugiaro in Turin. Er selbst sieht diese Kontakte als richtungsweisend für seine Umsetzung von Design. Um Einzelheiten des daraus abgeleiteten Modulsystems bei den Lokomotiven 1822, 1014 und 1012 aufzeigen zu können, wählt er bewusst das Modell der Ausgangslok 1822. Es war für die Konstrukteure damals schon verwunderlich, dass sich der Architekt einmischt in den Kastenquerschnitt, in die Ausbildung der Batteriekästen, in die Formgestaltung des Rahmens bis zu den Dachelementen. Aber nur dann, wenn man das als Ganzheit betrachtet, mit Liebe zum Detail, kann es ein gesamtes, gutes Produkt werden. Die 1014er wurden im Werk Graz der Firma SGP beginnend ab 1014001 mit den Fabriksnummern 80801 bis 818 aus 1993 gebaut. Die L1417 und die hier im Bau befindliche L1418 bilden die um 8 Tonnen leichtere Variante der 1014. Sie ist dadurch zum Fahren mit erhöhter Seitenbeschleunigung und dadurch auch für höhere Kurvengeschwindigkeiten geeignet. Technische Charakteristika der Gesamtserie sind: Kasten und Brücke in geschweißter Stahlleichtbauweise. Maschinenraumdach aus 3 abhebbaren Aluteilen. Vertikal und transversal vollständig abgefederte Motoraufhängung.
wankstabilisierende Lokkastenabstützung mittels 10 Grad schräg gestellter Flexi-Coil-Federn. Eingerichteter degressiver Radsatzquerfederung, kastenseitiger Radanlenkung und aktiver Sekundärquerfederung. Zugkraftübertragung durch tief angelegte Zugdruckstangen. Sechspolige Drehstrom-Kurzschlussläufer-Fahrmotoren mit maximal 3533 Umdrehungen pro Minute. Zwei netzseitige 4-Quadranten-Stiller mit versetzter Taktung. Aktive Störstromkompensation. Trafoleistung 3760 kV/Ampere. Grenzziehung und Streckenverlauf der Eisenbahnlinien im Osten Österreichs und in die Nachbarstaaten ergeben besondere Betriebsverhältnisse. Vor allem auch bei durchgehender elektrischer Traktion, die nur mit Hilfe der 2-Systemtechnik einigermaßen zufriedenstellend abgewickelt werden können. Mit Beginn des Jahresfahrplanes 1998-99 wird mit den 1014ern folgender Regelverkehr gefahren: Schnellzugsverkehr von Wien-Süd-Ostseite, Wien-Hütteldorf sowie Wien-Westbahnhof über Hegeschalom nach Budapest-Keleti. Wendezugsverkehr von Wien Südbahnhof über Ebenfurt nach Schopron bzw. Wiener Neustadt. Schnellzugsverkehr von Wien Südbahnhof Ostseite und Regionalzugsverkehr von Wien Nord über Süßenbrunn nach Brzeclav sowie diverse Güterzugsverkehre im Wiener Raum, insbesondere vom Zentralverschiebebahnhof Wien und Matzleinsdorf nach Brzeclav. Was lag also näher, als die 18 Lokomotiven im Bereich des Traktionsstandortes Wien Süd, in früheren Tagen als Zugförderung Wien Süd bezeichnet, in Betrieb zu nehmen und zu beheimaten? Das Inbetriebnehmen neuer Triebfahrzeuge hat an diesem Standort bereits seit dem vorigen Jahrhundert Tradition. Diese Praxis bekam nunmehr mit der in den letzten Jahren erfolgten Einlieferung von Lokomotiven neuester Entwicklung einen neuen Stellenwert. Auch bei Lokomotiven ist die manuelle Vorwäsche erforderlich, um den Reinigungsgrad zu verbessern. Die turnusmäßige Lokwartung am Standort wird vom Bereich Technische Services durchgeführt.
Diese Aufenthalte dauern oft nur wenige Stunden. Und schon geht die Lok hinaus zum nächsten Zug. Bei der 1014 von der ersten Stunde an dabei. Schulungs-, Triebfahrzeugführer Just und seine Kollegen. Ein alter Hase, wenn es darum geht, neuen Loks das Laufen zu lernen. Die 1014-001 ist am 30.07.1993 von Linz nach Wien Süd geschleppt worden, wo sie dann in weiterer Folge auch in Betrieb genommen worden ist. Der erste Eindruck, muss ich ehrlich sagen, der war imposant. Und auch die Technik war, soweit man es erkennen hat können, schon zu Beginn faszinierend. Es waren grundsätzlich die Funktionen alle da von dem Fahrzeug. Ich vergleiche das immer mit jungen Pferden. Die haben alle Funktionen, die haben die Kraft, die haben die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die Reaktionen. Nur man muss die einzelnen Bewegungen und die einzelnen Funktionen noch koordinieren. Und genauso ist es bei einem neuen Triebfahrzeug. Man muss die Eigenschaften, die das Fahrzeug hat, in die richtigen Bahnen lenken. Und das war die Hauptaufgabe bei der ganzen Inbetriebnahme. Der Lokführer muss während der Fahrt reagieren können, muss kurz und prägnante Meldungen haben und dementsprechend handeln können. Die Drehstromtechnik und der Antrieb mit Drehstrom-Asynchronmotoren sowie die drehstromgestützte Steuerung und Regelung bringen Neuerungen. Ebenso das Diagnosesystem und die 2-Systemtechnik mit 25 kV 50 Hertz und 15 kV 16 2/3 Hertz. Die neuen Lokomotiven fordern damit allen Beteiligten höchsten technischen Standard ab. Man muss darauf achten, dass die Funktionen des Fahrzeuges, und zwar die Funktionen vom Lokführer aus in erster Linie, die Bedienhandlungen annähernd gleich mit allen anderen Fahrzeugen sind. Durchschnittlich 4 Monate dauert eine Inbetriebnahme bis zur Übernahmefahrt. Von den Herstellerfirmen werden die einzelnen Komponenten wie Eingangsgleichrichter, Zwischenkreise, Motorstromrichter und Hilfsbetriebeeinrichtungen in Betrieb genommen. Es folgen erste Fahrversuche im Bahnhofsbereich. Dann geht es erstmals auf die Strecke. Den Abschluss bilden Fahrten unter Volllast. Dabei wird vor allem der Bremsrechner optimiert. Selbstverständlich hat es immer wieder kleine Flops gegeben in der Inbetriebnahme. Wie zum Beispiel haben sie einmal das Fahrzeug zu der ersten Fahrt herrichten wollen, volle Zugkraft, alles angezeigt, alles wunderbar, die Maschine krammelt und kracht, also sie gibt Kraft her und keinen Millimeter bewegt sie sich von der Stelle. Was war dann letzten Endes, nach längerem Suchen haben sie festgestellt, dass jedes Dreckstück in die andere Richtung gefahren ist. Klarerweise, ohne gebremst zu sein, sind wir keinen Millimeter gefahren. Aber es gibt noch weitere Tücken. Selbst für Profis kann ein finsterer Innenraum einer Lok Gefahren in sich bergen. Wenn man nichts sieht, dann kann man leicht in der falschen Richtung abbiegen und so ist mir passiert. Ich bin in meiner Hektik in der falschen Richtung abgebogen und prompt mit dem Kopf an Kosten angeschlagen, habe ich die Beule gehabt. Und die Firma war so lustig, die hat dann auf jedes Fahrzeug mit Pfeile Justbeile geschrieben, damit man genau weiß, wo man gehen muss. Im September 1994 wurden die letzten 2 Maschinen nach Wien Süd gebracht und in Betrieb genommen.
ein neues Produkt muss natürlich eine Vielzahl von Modellbahnern ansprechen. Es ist so, dass wir ja zwei Käuferschichten haben, nämlich die Modellbahner und die Spielbahner. Und diese 1014er, von der wir sprechen, ist halt geradezu prädestiniert dazu, beide Käuferschichten anzusprechen. Das Interesse scheint vorhanden. Eine wichtige Voraussetzung ist für Rocco allerdings nicht gegeben. Die Marktchancen im Modellbahnbereich orientieren sich nämlich vor allem auch am Einsatzgebiet des Vorbilds. Naja, dann, ob das Ganze in einem Team entschieden wird, war es so, dass die Marktchancen nicht allzu hoch eingestuft wurden, weil eben die 1014er ein sehr begrenztes, kleines Einsatzgebiet hat und zum Beispiel im Westen Österreichs oder nach Deutschland überhaupt nicht fährt. Das war natürlich ein arges Handicap, die Leute zu überzeugen, ob nicht auch eine solche Maschine auf den Marktchancen hat. Und damit begann ein unternehmerisches Wagnis. Der aufwendige Lokkasten samt Dachpartie stellte mit seinen Verschneidungen und Wölbungen eine Herausforderung für die Formenbauer dar. Nachdem eine neue Lokomotive geplant war, muss dann in letzter Konsequenz selber entscheiden, welche Lokomotive für Österreich am meisten geeignet war. Und ich konnte nur hoffen, dass auch unsere ausländischen Vertretungen da mitmachen und auch die ausländischen Modellbahner sich für diese Lokomotive interessieren und auch kaufen. Auch das Innenleben überzeugt. Der bekannte, schräg genutete 5-Pol-Motor mit seinen beiden dynamisch gewuchteten Schwungmassen liegt im schweren Metalllockrahmen eingebettet. Fertig montiert und getestet, geht es auf den Markt. Auf die neue Lokreihe wurde auch der Bereich Güterverkehr der ÖBB aufmerksam. Am Beginn der 90er Jahre war in diesem Geschäftsbereich der ÖBB ein Produktname gewählt worden, um dem No-Name-Dasein zu entkommen. Walosek hatte bereits eine Corporate Design-Richtlinie für Lokomotiven und Fahrzeuge des Güterverkehrs entworfen. So waren im Dezember 1994 bereits die 1044-208 und einige Güterwagen gestaltet worden. Anlass dafür waren Film- und Fotoarbeiten für einen Werbefilm des Güterverkehrs. Unternehmensintern wurden die notwendigen Zustimmungen eingeholt, eine 1014 als Werbung für Rail Cargo Austria einzusetzen. Dann galt es noch, den Designer selbst dafür zu gewinnen, eine 1014er neu zu gestalten. Zur Lok 1014-011 kam es, dass eines Tages der damalige Sekretär des damaligen Güterverkehrsdirektors zu mir kam und die Idee auf den Tisch legte, eine Rail Cargo Lokomotive zu gestalten. Das Markenlogo in der vorliegenden Form war nicht leicht mit den gegebenen Winkeln des bestehenden Lokdesigns in Einklang zu bringen. Wir sind davon ausgegangen, dass das Cargo-Symbol in der Mitte der Lok angebracht wird. Drei Entwürfe kommen in die engere Wahl. Eigentlich war 1014-09 für das neue Design vorgesehen. Nach einem Unfall stand sie aber längere Zeit nicht zur Verfügung. Ersatzweise wurde die 11er ausgewählt und in die Hauptwerkstätte Floridsdorf gebracht. Eine Überraschung, der Abklebeversuch bewies.
Aus optischen Gründen musste das Logo aus der tatsächlichen Mitte verschoben werden. Am 26. Mai 1995 war es soweit. Das neue Design ist fertig. Die erste Fahrt beginnt. Triebfahrzeugführer Perndl fährt regelmäßig mit der 1014 im Planeinsatz. Zusätzlich hat er viele Messzüge geführt, wo Neuerungen in der Fahrpraxis ausgetestet werden. Und er brachte auch diese Lok im neuen Erscheinungsbild nach der ersten Fahrt zurück zur Heimatdienststelle. Schon die Inbetriebnahme der Lok macht den Wandel der Technologie deutlich. Meldungen von Betriebszuständen und Störungen werden auf dem Führerstandsbildschirm dargestellt. Er zeigt unter anderem ein Melde-, Informations-, Inbetriebnahme-, Zugdiagnose- und Fehlerlistenbild. Jeder Führerstand besitzt ein Haupt- und zwei Nebenbedienpulte sowie eine Schaltertafel auf der Führerstandsrückwand. Durch die Fahrzeugleittechnik werden alle Steuer- und Regelfunktionen ausgeführt. Diese ist auf vier über Zugbus sowie konventionelle Verdrahtung verbundene Rechner aufgeteilt. Irrsinnig fein die Geschwindigkeit regeln, ist durch die zwei Leichtbaumaschinen für höhere Seitenbeschleunigungen, für schnellere Fahrten im Gleis geeignet und dadurch durch den Computer, durch die Geschwindigkeit, dass man sie digital ablesen kann, kann man ziemlich genau die Geschwindigkeiten fahren, was man braucht.
Das ist das neueste Modell von Rocco. Nach einem Messebesuch ist vom ÖBB Güterverkehr, haben wir zum ersten Mal ein Foto gesehen von dieser 1014er 011 und waren sofort begeistert von dieser Maschine und der Gedanke ist sofort gereift, hier eine Sonderserie auf den Markt zu bringen, was wir dann auch getan haben. Die ersten Auslandsverkehre der 1014 wurden auf der klassischen Weltausstellungsstrecke Wien-Budapest aufgenommen. Hier ist die Fahrzeit besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Bereits in der Zwischenkriegszeit gab es in dieser Relation Schnellverkehre mit beachtlichen Fahrzeiten. Für die Verkehre nach Budapest wurden die Lokomotiven mit Stromabnehmern mit breiterem Schleifstück für die ungarische Fahrleitung und mit dem ungarischen Zugsicherungssystem ausgestattet. Die Ostbahn hat im österreichischen Abschnitt bereits einige Modernisierungsmaßnahmen erfahren. Zusätzliche Verkehre sind bei Verkehrsaufnahme der reaktivierten Strecke Parndorf, Kitzsee, Petrosalka, Bratislava zu erwarten.
In Hegge-Chalon wird mit dem Anhalten des Zuges der Stromabnehmer gesenkt. Gleichzeitig mit dem Wechsel auf das 25 kV 50 Hertz Stromsystem wird auch auf das ungarische Zugsicherungssystem EVM umgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotiven beträgt 160 km pro Stunde. Die maximale Leistung beträgt 3,4 Megawatt. Die Dauerleistung 3,0 Megawatt. Aber nicht nur die MAV-Strecken werden von der 1014 befahren. Auch die Gischew-Strecke von Ebenfurt nach Schopron zählt nunmehr zum Einsatzbereich. Der Wendezugverkehr nach Schopron wurde mit Fahrplanwechsel Sommer 1997 aufgenommen. Nach einer Anlaufphase mit unregelmäßigem Betriebsablauf präsentiert sich der Städteverkehr heute als schnelle und zuverlässige Verbindung in die ungarische Grenzstadt. Vor allem an österreichischen Feiertagen floriert der Einkaufstourismus. Die Gischew, in der deutschen Bezeichnung Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn genannt, hat sich zu einem modernen internationalen Verkehrsunternehmen entwickelt. Seit der Elektrifizierung der Strecke mit dem ungarischen 25 kV Wechselstromsystem im Sommer 88 ist mit 2 Systemtechnik auch durchgehender elektrischer Betrieb nach Wien möglich.
Der Streckenverlauf von Schopron nach Wien erfordert das Stürzen der Züge in Ebenfurt. Die Bahnhofgleise sind umschaltbar. Nachdem der eingefahrene Zug angehalten hat, wird der Stromabnehmer gesenkt. Auch hier kommt der ungarische Systemstromabnehmer mit dem breiteren Schleifstück zum Einsatz. Beim Wiederanlegen an den Fahrdraht der zwischenzeitlich auf das andere System umgeschalteten Fahrleitung prüft der Spannungsprüfer der Lok die vorhandene Spannung und wechselt selbsttätig auf das andere System. Und immer wieder markant die Front. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass die Elemente 1822 auch für die 1014 gelten. Die Entwicklung im Fahrzeugbau geht dahin, alles schnittiger darzustellen, aerodynamischer, strömungsgünstiger. Die Erkenntnisse bei Lokomotiven und Zugbegegnungen haben gezeigt, dass der Winddruck von Lokomotivköpfen auf das Nachbargleis nicht zu unterschätzen ist. Der Auftrag war, die Bugwelle, die vor einer Lokomotive entsteht, nicht mehr auf die Seite abzuführen, sondern in die Höhe. Das führte dazu, dass diese Stirnscheibenneigung auf 55 Grad von der horizontalen gewählt worden ist. Im Sinne des Design-Modulsystems waren weiters Elektro-Triebkopf-Versionen, aber auch Diesellokomotiven angedacht. Aufgrund geänderter Strategien des Unternehmens wurden diese Fahrzeuge nicht mehr weiterverfolgt. Tatsächlich gebaut wurden noch drei Lokomotiven der Hochleistungslok 1012 mit einer Leistung von 6,4 Megawatt und 230 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Sie werden derzeit im Raum Innsbruck eingesetzt. Die nächste Lokgeneration der ÖBB heißt Taurus. Sie befindet sich derzeit in Entwicklung. Die Kopfform der 1014 wurde auch für den neuen Doppelstock-Steuerwagen übernommen. Alle diese Flächen sind zweidimensional, die sich in der Front befinden. Der einzige Teil, der praktisch eine rechnerische Kurve vierter Ordnung ergibt, ist diese Linie, die die Verschneidung von dieser Rundung zu dieser Rundung darstellt. Dass es trotzdem zu einer dynamischen Ausformung kam, ist, dass sich
das Licht, wenn es auf eine Rundung auftrifft, in der Spiegelung die Form unterstreichen sollte. Änderungen zu 1014 kamen durch Innovation. Einfach, damit man erkannt hat, dass gewisse Bauteile bei der 1822 entwickelbar sind. Das ist zum Beispiel, fangen wir beim Führerstand an, die Innengestaltung des Führerstandes, der bei der 1822 noch eckig war, während wir bei der 1014 zu runden Formen gekommen sind. Des Weiteren die Detailausbildung der Halogenscheinwerfereinfassung. Da haben wir festgestellt, dass bei der 1822 Kondenswasser auftritt. Deswegen wurde eine neue Formausbildung der Einfassung gewählt. Ebenso gab es eine Neugestaltung des Bufferelementes bzw. eines Verkleidungselementes für die Seitenteile. Die Resonanz auf diese Lok, vor allem auf internationaler Ebene, wird zum Siegeszug für die ÖBB. Einmal jährlich treffen sich die Designer der Eisenbahnen. Während der sogenannten Watford-Konferenz werden Design-Spitzenleistungen prämiert. In der Folge gelingt es den ÖBB noch ein weiteres Mal, den Preis zu erringen. Nämlich für die Verschublok 1163. Der Erfolg der ÖBB mit der 1014 findet bei vielen Veranstaltungen im In- und Ausland seine Fortsetzung. Gern gesehener ÖBB-Gast ist die 1014 in Budapest bei 150 Jahre MAV. Auch bei der Hebung der Ostbahnbrücke gibt es einen Fototermin. Bei rund 30 Veranstaltungen im In- und Ausland steht die Lok im Mittelpunkt. Auch bei Modell ist die Entwicklung ähnlich. Wir haben wirklich also anerkennende Zuschriften und Anrufe bekommen, nicht nur von Österreich, sondern auch aus dem Ausland, was mich ganz besonders gefreut hat. Und ganz besonders möchte ich erwähnen, dass wir mit dieser Lokomotive, ohne dass sie in der Wertung war, von einem renommierten deutschen Eisenbahnmagazin sogar als Modell des Jahres gewählt wurden, was eine ganz besondere Auszeichnung ist und auf die wir auch sehr stolz sind. Für Wartungs- oder Reparaturarbeiten entfernen sich die 1014er auch von ihrem üblichen Einsatzgebiet. Für die laufende Erhaltung der Lokreihe 1014 ist der Standort Linz des Geschäftsbereichs Technische Services zuständig. 1014-05 wird gerade übernommen. Der turnusmäßige Aufenthalt der 1014-05 bietet Gelegenheit, die Arbeiten an der Lok mitzuverfolgen. Ursprünglich waren die Lokomotiven 5, 6, 7 und 15 mit zwei Stromabnehmern für den ÖBB-CD-Bereich und zwei Stromabnehmern für den MAV-Bereich versehen. Nachdem aufgrund geänderter ÖBB-Vorschriften grundsätzlich nur mehr ein Stromabnehmer je System erforderlich ist, werden bei dieser Gelegenheit auch zwei der vier Dachstromabnehmer entfernt. Und gelegentlich schweben Lokomotiven auch. Die Nordbahnstrecke erreicht in Břeclav den gerade im Ausbau befindlichen Korridor 1, der CD.
Dieser stellt die wichtigste Transitachse der tschechischen Bahn von Vsetín über Praha und Brno nach Břeclav dar. Im Personenverkehr sind zukünftig CD-Triebwagenzüge mit Wagenkastenneigung auf der Achse Berlin-Prag-Wien geplant. Schon seit 161 Jahren fahren hier Züge. Am häufigsten sind die 1014er hier auf der Nordbahn im Abschnitt Süßenbrunn-Břeclav anzutreffen. In diesem Bereich werden auch bedeutende Güterzugsleistungen mit der 1014er gefahren. Entlang der Strecke wurde Geschichte geschrieben. König Ottokars Glück und Ende wurde im 13. Jahrhundert in der Entscheidungsschlacht mit Rudolf bei Dürnkot besiegelt. Etwas südlicher bei Deutsch-Wagram standen sich Napoleon und Erzherzog Karl gegenüber. In den CD-Bahnhof Břeclav sind die Hauptstrecken von Brno, Ostrava und Bratislava eingebunden. Aus diesem Grund war es nicht möglich, die Systemtrennstelle im Bahnhofsbereich zu errichten. Die Trennstelle befindet sich deshalb genau an der Staatsgrenze bei Bernhardsthal. Mit angehobenem ÖBB-Stromabnehmer und ausgeschaltetem Hauptschalter wird während der Fahrt das Stromsystem gewechselt. Nach der lokseitigen Systemerkennung durch die Lok erfolgt die trafoseitige Umstellung. Ein Wechsel des Zugsicherungssystems findet an dieser Grenze nicht statt.
Ende Oktober 98 wurde auch hier der Wendezugbetrieb aufgenommen. Das für Wien so typische Ambiente des Bahnhofes Wien-Nord mit dem Riesenrad im Hintergrund bildete 1995 die Umrahmung für eine im Auftrag des Güterverkehrs der ÖBB in limitierter Auflage von 200 Stück aufgelegte, handsignierte Farblithografie aus Meisterhand. Beauftragt wurde der bekannte tschechische Grafiker Jiří Bouda. Drei Entwürfe kamen in die engere Wahl. In der gebotenen Freiheit der künstlerischen Umsetzung sind die Produktbereiche von Rail Cargo Austria erkennbar, begleitet von der 10-14-11 im Rail Cargo Austria Design. Auch auf diesem Weg wurde die 10-14er in ganz Europa bekannt. Es sind viele Ideen, die man hat, um das Fahrzeug wirklich so für den Lokführer gut bedienbar und fehlerfrei bedienbar zu halten. Je länger man mit der Maschine gefahren ist, umso schöner, umso besser ist der Eindruck geworden. Natürlich gibt es viele Väter, aber trotzdem freue ich mich ganz besonders, dass durch meine damalige Hartnäckigkeit das Projekt so wirklich werden konnte. Das letzte Produkt eine Kombination aus Design und Industrie war, und ich glaube, dies war der richtige Weg. Die österreichischen Bundesbahnen haben mit dieser Lokomotive internationale Designmaßstäbe gesetzt. Impressionen von Marchauen ebenso wie von Schlachtfeldern der Geschichte. Andernorts ein Hauch Buster. Umrahmt vom Flair zweier Donaustädte. Und das alles vermittelt die 10-14er. Design, made in Austria und made by ÖBB kann sich sehen lassen.